Dann verbringen Sie also den sogenannten Heiligen Abend im Kreise Ihrer Familie. Ja, ja. Ich bin ja seit dem 32er Jahr Freidenker und somit ist mir alles Heilige einfach nur zuwider. Ein Schluck Alkohol und zu gegen das Alleinsein. Aber alles mit Maß und Ziel sind so grausam. Manchmal denke ich, es ist besser, man geht. Man geht von dieser Welt. Ich sage es, weil es die Wahrheit ist. Mein Sohn schreibt, er verbrauche dich nicht am Einzelnen. Die Liebe, deine Liebe, gehöre der geschundenen Menschheit. Ich will Sie ja nicht unterbrechen, aber jetzt sitzen Sie sicher alle beieinander und sie kocht wieder viel zu scharf gewürzt. Dann müssen Sie jetzt sicherlich gehen. Es ist ja auch hier eine vernünftige Unterhaltung. Heute fallen die Würfel. Heute ist der große Tag der Gerechtigkeit. Heute wird das Kapitel Louis Capet zum Abschluss gebracht. Das außergewöhnliche Talent war ich, die heutige Frau Maria. Ich habe ihn vorgetanzt und er war verzaubert. Je sais pas de pourri, je sais pas de pourri. Vor ein paar Tagen, als meine Schwiegertochter hinter meinem Sohn stand und er zu mir sagte, Mama, bitte, komme nicht am Heiligen Abend, das gibt nur wieder Unfrieden, habe ich in mir freches, grausliches Gesicht gesehen und mir gedacht, du warst nie beim Varieté. Du warst nie beim Varieté. Die Mauern müssen hoch sein. Die Mauern müssen hochgebaut werden gegen die faschistische Barbarei. Ich will sie ja nicht unterbrechen, aber die Alten haben nichts zu lachen. Ich sage es, weil es wahr ist. Dann haben Sie also den Brief geschrieben. An die liebe Gattin. Dann sind Sie ja doch verheiratet. Sie ist nicht verheiratet. So früh gestorben. Und wenn sie gar nicht gelebt hat? Dann haben Sie also an die gar nicht gelebte Gattin geschrieben. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, heiligen Abend, wenn ich so sagen darf. Sie trösten mich, Frau Marie. Ah, Josef, Sie haben der Herrgott geschrieben. Oh, es gibt keinen Herrgott, definitiv. Ich wollte schon immer in den Himmel kommen. Glauben Sie, dass ich da hinein darf, obwohl ich Tirana ein paar Herren zugelassen habe? Dem ist geschlossen! Denkst du an deine Mutter in der heiligen Nacht? Wo gehört man denn hin? Josef. Wenn man zu niemandem hingehört? In der heiligen Nacht. Wenn ich aber im Radio höre, wie viele Menschen in diesem Lande unter der Armutsgrenze leben, wie viele Arbeitslose es gibt und wie die alleinerziehenden Mütter sich abrackern müssen, um überhaupt die Miete zu zahlen, dann stehe ich wieder in vorderster Front. Wach aus, verdammte diese Erde! Die stehen vor der Armut! In der letzten der letzte Mohikaner der ausbleibenden Gerechtigkeit. Kommen Sie. Hier können Sie nicht bleiben. Sie Mohikaner. Wir müssen gehen. Sonst werden Sie morgen
von den Weißen vernichtet. Oh, sie ziehen mir in die Kiste. Mal nach Grabosee in die Lungenheilanstalt gekommen. In Grabosee habe ich den Pneumothorax bekommen, also die Luft zwischen Lungenfell und Brust. Aber heute bin ich vollkommen negativ. Ich bin vollkommen negativ. Da, rechts neben der Wirbelsäule müssen Sie drücken. Da sitzt der Schmerz. Dreimal war ich schon auf Kur, aber der Schmerz kommt immer krank durch. Ach, komm Sie, Herr Josef. Bitte, Frau Maria. Und? Eins, zwei, drei, dürfen Sie schauen, Frau Maria. Bin ich jetzt der Rodolfo Valentino? Aber eine Eigenschaft fehlt Ihnen noch. Sagen Sie es, ich spiele alles. Ja. Die Situation ist dermaßen. Dass du heute angebracht wirst. Ich heiße Maria. Mein Mann war ja die letzten Jahre sehr krank und folglich lief nichts auf diesem Gebiet. Und seit er tot ist, das ist nun auch schon 10 Jahre her, war nichts mit niemandem. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Wenn sie gewollt hätte, hättest du oder hättest du nicht? Wie geht das?